Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René, dein Name ist? Sascha Sinn. Die Leute feiern dich in den Videos, ne? Ja, ich habe die Kommentare gelesen. Ich bin auch sehr gerührt, oftmals auch rot angelaufen. Es war schon, ja, für mein Ego war es sehr gut. Danke an euch erstmal dafür. Ich habe erstmal zu danken, dass du dich der Sache so angenommen hast. Danke. Dir der Umbau Spaß gemacht? Das sind meine Lieblingsumbaugeschichten, weil Nummer eins, ich habe Spaß, weil mit dem Motor umbauen geht recht schnell, es funktioniert immer alles, man muss nicht so viel anpassen. Mhm. Natürlich freue ich mich auch bei den Arbeiten, wenn wir einen Motor mit einem Rohrkümmer machen, ne? Dass die Sachen erst vorbereitet werden müssen, dann das Schweißen, das liegt mir auch gut, mache ich auch gerne. Aber wenn es dann so in die tiefere Materie geht, wo es dann darum geht, dass die Kabelbäume vernünftig fertig gemacht werden, dass wir das mit den Steuergeräten in den Griff kriegen, wo wir natürlich auch einen herzlichen Dank an MTR aussprechen wollen. Ja, wirklich nochmal, ich habe das ja in dem Problemvideo schon erwähnt. Wirklich danke MTR Performance, dass ihr oder dass du, sind das mehrere oder ist das nur einer? MTR Performance ist einmal Marcel Temprage und sein Kompagnon Mike. Okay. Den Namen weiß ich jetzt nicht. Okay. Bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber nichts. Wirklich. Danke, danke, danke. Ohne dich oder euch wäre das Ganze, glaube ich, gar nicht zustande gekommen. Wie gesagt, wir haben das zwar schon im Problemvideo erwähnt, aber das muss man einfach, kann man nur so oft wiederholen, wie es geht, weil die Jungs haben es echt drauf. Ich kenne wirklich viele, viele Programmierer, die wirklich richtig, richtig gut sind. Aber das ist echt schon eine Leistung, das muss man auf jeden Fall drauf haben, ja. Ich bin ja mal gespannt, ob ich demnächst hier wieder herkomme und 5-Zylinder einbaue. Das würde mir gefallen, also ich wäre dabei. Ja. Ich sag da nicht nein zu. Aber du darfst auch so auf eine Tasse Kaffee kommen. Sehr nett, sehr nett. Das ist ja das Video zu den Kosten, wie ihr in dem Videotitel schon gesehen habt. Der komplette Umbau hat für mich jetzt gekostet 10.000 Euro. 10.000 Euro. Davon können wir aber abrechnen. Ich habe ja den GTD-Motor noch. Den habe ich für 3.500 verkauft. Also 10 minus 3.500. Dann fahre ich ja mein GTD-Getriebe. So war, hatten wir das ja erstmal gesagt. Aber wir hatten ja euch in dem vorigen Video schon gesagt, dass aufgrund der TÜV-Geschichte wir das Clubsport, das habe ich 1:1 tauschen können zum Glück. Das heißt, da habe ich keinen mehr Kostenaufwand und das DSG-Getriebe, was in dem Motorpaket von euch mit dabei war, habe ich verkauft für 1:1 minus 1.000, sag mal, Sekunde, gleich hat das, sind wir bei 5.400 Euro, was ich jetzt im Endeffekt dafür bezahlt habe. Dann die Frage, hat sich das Ganze für mich gelohnt? Ja, es hat sich gelohnt, weil ich habe den Wagen als Neuwagen geholt. Und ich habe jetzt nur 5.400 Euro ausgeben müssen dafür, um das Auto zu haben, was ich gerne fahren wollen würde. Weil das Auto gibt es als R oder auch als Clubsport. Gibt es zwar schon fertig, aber ich weiß ganz genau, was das Auto hat, was das Auto nicht hat. Ich habe es mir damals so bestellt, wie ich es haben wollte. Zu dem Zeitpunkt, als ich den bestellt habe, bin ich noch 3.000 Kilometer im Monat gefahren. Deswegen habe ich mich damals für einen Diesel entschieden. Aber die ganzen Innenausstattungen wie digitales Tacho, Abstandsregeltempomat und, was der Wagen nicht alles hat, großes Radio und so weiter. Das sind die Sachen einfach, die ich haben wollte. Und deswegen ist das auch in der weißen Farbe mit dem Dreitürer ist halt genau das Auto, was ich haben will. Deswegen, ja, natürlich, für mich hat es sich absolut gelohnt. Weil ihr könnt ja selber mal bei mobile Autoscout24 oder so gucken. Erstens, du findest halt keinen weißen Dreitürer. Die werden von 10 Autos vielleicht 0,5 sind Dreitürer, die dann da rausgehen. Ne? Ja, die meisten sind Viertürer. Genau, ja. Weil es für die meisten halt auch praktisch ist. Also Fünftürer in denen sind. Fünftürer, ja. Genau. Ich habe mich halt für einen Dreitürer entschieden, weil für mich gehört das so. Ich finde das halt schön. Und ja, deswegen hat es sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Denkst du, also hättest du genauso gehandelt? Also wenn ich die Möglichkeit hätte und auch die größere Lust dazu, weil ich es ja mittlerweile täglich mache, ich würde mir auch einen normalen Golf 7R kaufen. Du würdest dir einfach einen kaufen? Ich würde mir, ja, aber warte. Okay. Ne? Ich würde mir einen Golf 7R kaufen und ich würde persönlich das 5-Zylinder-Umbaupaket machen. Ich neige eher zum Datsun-Motor, weil er halt wesentlich agiler, effizienter ist als der CEPA-Motor zum Beispiel, der Graugus-Motor, ne? Ja. Der vor dem Facelift.
selbst wenn es derselbe Motor ist und dieselbe Achsgeometrie, es fühlt sich in dem Golf für mich persönlich einfach besser an. Und es wäre mir das auch wert. Klar. Wenn man jetzt sagt, so ein RS3 kostet 80.000 Euro, man kauft sich einen Golf 7R für 30, 35 mit einer sehr guten Ausstattung. Genau, was kostet bei euch der Umbau, um auf Datsa-Motor oder DASA oder Datsa? DASA, also wir sagen immer DASA, aber DASA wäre es eigentlich richtig ausgesprochen. Okay. Ne? Was würde bei euch der komplette Umbau kosten? Ungefähr, wo fängt das an? Nach also es fängt an bei 30.000 Euro. Da ist dann das komplette Paket dabei. Wenn dann so ein paar Komponenten fehlen, wie zum Beispiel ein Nebenkühler, den du noch brauchst, der nun mal bei dem Paket auch dabei ist, dann kann er schon nach oben streuen. Ne? Also wir sagen immer zwischen 30 und 35 für Stock. Umbau, ne? Also Serie. Ja. Das ist der Grund, warum ich es nicht gemacht habe. Natürlich ist es nicht so, dass ich sage, ich finde den R-Motor geiler. Natürlich hätte ich am liebsten auch den Clubsportmotor. Aber dafür muss man dann auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Wollte ich nicht und, seien wir ehrlich, konnte ich auch nicht. Deswegen ist das so für mich die geilste Lösung. Ich habe jetzt genau das Auto, was ich will. Und wer weiß, was nächsten Winter passiert. Vielleicht bin ich ja dann doch wieder hier. Man weiß es nicht. Und baue dann auch 15 Augen. Weiß man ja nicht. Ne? Gibt es auch, wir haben jetzt über den Datsa-Motor oder DASA-Motor gesprochen. Das ist aber schon die teure Variante. Die aktuellste Version, die im Moment in den RS3 und TTS verbaut. Weil die ja die Alu-Motoren haben, genau. Deswegen ist das so begehrt. Ne? Aber es gibt ja auch noch Vormotor. Genau, also die Vor-Facelift-Modelle sind meistens noch mit dem Kaugussmotor. Das ist dann zum Beispiel CEPA als Motorcode zum Beispiel. Die verbauen wir auch. Da starten wir so ab 25.000. Auch Serienzustand. Je nachdem, was der Kunde sich nachher wünscht. Kann dann natürlich ein bisschen Geld drauf, wenn der Motor verstärkt werden muss oder sowas. Das liegt auch immer zwischen 8.000 und 10.000 Euro, je nachdem, was er alles an Produkte drin haben möchte. Ne? Dann kommt ja auch noch das Ladekonzept dazu, was für eine Abgasanlage. Genau. Dann kommt eigentlich, also der Startpreis, wenn man Serie hat, bleibt bei 25, bei den DASA-Motoren bei 30. Wenn das Produkt, was wir eingekauft haben, wirklich vollständig ist. Die Preise, muss man dazu sagen, ja. Die variieren auch immer, weil bei mir zum Beispiel, ich hatte jetzt relativ Glück, deswegen diese 10.000 Euro, weil das R-Komplettpaket quasi ohne Einbau hat jetzt 3,5 gekostet. Das liegt aber auch immer daran, wie ihr die Motoren einkauft. Genau. Danach, da schwankt dann auch halt immer so ein bisschen der Preis. Ne? Das ist... Einmal, wie teuer wir das Produkt kriegen und wie vollständig das Produkt ist. Genau. Wenn wir natürlich nur einen nackten Rumpf mit Kopf kriegen, dann müssen die ganzen Anbauteile ja auch gekauft werden. Dann wird es natürlich wesentlich teurer. Aber wir achten schon immer darauf, dass wir die günstigste, vollständigste Variante besorgen können. Ja. Mein Vorteil ist halt, dass der GTD hat jetzt um die 60 gelaufen und das Paket auch um die 60. Ne? Ja, doch so ähnlich. Ich glaube 55, 60 irgendwie was in dem Dreh gewesen. Ja. Das heißt vollkommen okay, wie gesagt, mein Motor konnte ich verkaufen, das Getriebe konnte ich verkaufen, das müsst ihr dann auch immer noch mit dazu oder wieder wegrechnen. Den Vorteil hatte ich halt noch, ne, dass ich das, da war ja nichts kaputt, es war die Krümmerdichtung, nicht wie vorher angenommen der Turbo, war nur die Krümmerdichtung, die kostet wie viel, 15 Euro? Ja, 15, 20 Euro, 15. Dann halt die Arbeit noch dazu. Genau, aber ja. Da der Motor ausgebaut ist, wird die einfach getauscht. Motor ist auch, habe ich viele Anfragen bekommen, Motor ist halt weg. Wie gesagt, das DSG-Getriebe habe ich verkauft, deswegen insgesamt, was hatten wir gerade gesagt, 5.400 Euro. Damit kann ich voll und ganz leben. Das ist super. Dafür habe ich genau das Auto, was ich wollte. Für so einen Motorsport ist das ein recht ansehnlicher Preis. Ja. Ihr könnt ja mal bitte unten in die Kommentare schreiben. Es wird jetzt als nächstes mit dem Golf, geht es noch weiter. Wir fahren zu BK Performance und bauen da eine eintragungsfreie Abgasanlage für das Auto. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sonst noch so sehen wollt. Weil der Kanal hat sich so ein bisschen autolastig jetzt entwickelt, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht machen wollte. Ich wollte ja eigentlich euch so ein bisschen mitnehmen, wenn ich unterwegs bin mit Philipp oder mit Dennis von Valetudo oder wie auch immer, so ein bisschen Kamerasachen erklären. Jetzt richtet sich das gerade so ein bisschen in die Autoszene doch wieder rein, wo ich eigentlich ja nicht Lust drauf hatte, weil ist jetzt das falsche Wort.
Das Problem ist, ich habe ja halt nur das eine Auto und ich möchte auch nicht andere YouTuber irgendwie nachmachen, aber ich habe halt wirklich Bock zu sitzen, mich selber zu filmen, mein eigenes Material zu schneiden und so. Es macht mir halt Spaß, das wisst ihr. Deswegen schreibt mal bitte in die Kommentare, was wollt ihr als nächstes auf dem Auto sehen? Ich hätte zum Beispiel die Möglichkeit, wir können mit einem, ich glaube, 750 PS starken GTR durch die Gegend ballern, wir können mit einem Lambo durch die Gegend ballern, wir können alles Mögliche machen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zugucken. Abonniert. Ich danke dir, der Firma SAR Turbotechnics, dass das Ganze so schnell und problemlos funktioniert hat. Ja, also problemlos, gut. Ja, gut. Man hat immer so seine Sachen. Aber ja, das, ich verlinke das mal hier, habt ihr ja schon in dem Problemvideo gesehen. Falls nicht, wie gesagt, ist hier der Link und oben unten in der Videobeschreibung auch. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Los geht's. Wunder, dass er mir noch nicht abgesoffen ist. Die Kupplung ist echt extrem. Wenn man es nicht gewohnt ist, wie ich halt.